Willkommen zurück zu Lara Croft Rise of the Tomb Raider. Ich muss jetzt zurück in den Wald und ins verbliebene Dorf zurückfinden. Und hier haben wir gleich einen Seilpfeil. Den müssen wir wahrscheinlich nutzen. Weil ich denke, wenn wir hier runterspringen würden, da sind wir mehr als schwer verletzt. Drücken die Luft eh, um die Hakenachse einzusetzen. Ja, mach ich doch sonst auch immer. Ach, guck mal, auf dem Bild ist ein Seil. Ist das das Drahtseil? Ach, die Dinger, ja, die Dinger da oben. War doch auch in der Höhle. Da habe ich ja diese Drahtseil gebraucht. Na, dann noch. Ach, Malare. Erst rennen, dann springen. Ah ja, cool. Cool, cool. So, wo geht's lang? Da lang nicht. Eine Kante greifen. Werfen Sie die Haken aus dem Sprung. Oh, da oben. Nein! Erst rennen, dann springen. Ey, merkt ihr das bloß endlich mal. Mhm. Wir kommen Assassin's Creed ein bisschen näher. Also Syndicate. Da war ja auch dieser... dieser Wurfhaken. Ach, ich bin schon wieder ganz aufgeregt, Leute. Das Schöne bei diesen Sprüngen ist eigentlich, dass man da nicht unbedingt rechtzeitig greifen muss. Meistens ist es so, dass sie sich automatisch festhält, wenn man springt. Das Einzige, was sein kann, ist, dass man die zweite Hand noch nachholen muss. So, was ist hier unten? Nichts. Ah, okidoki. Ach, guck mal an, guck mal an, guck mal an. Nicht übel. Das ist doch nicht übel. Geothermostral. Wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Mach die Kiste auf. Repetiergewehrkomponente. Mhm. Hier haben wir auch noch was. Nimm. Ja, das Lager müssen wir machen. Damit wir einen Rückholpunkt haben. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Tja, Lara, ich kann dir da auch nicht helfen. Ich habe das Skript nicht geschrieben für dieses Spiel. Kann ich nicht nehmen. Kiste. Was hab ich denn eingekriegt? Wassertropfen? Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor zwei Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Ach, oje. Mach ich ja so gerne. Ich hoffe, ich habe hier noch Munition. Metallbarriere. Zerstören. Sprengladung. Mal in der Kurzform gesagt. Okay.
Geile Geräusch. Hey. Bam. Atemgerät? Nein, ich will ein Atemgerät haben. Ich bin sowieso mal gespannt. Ja, muss ich hier lang, wa? Spring! Ja, die Frisur sitzt. Away. Hallo? Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Man sagt erst hallo. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Wenn es regnet, sammeln sich die Hirsche unter den Bäumen. Eine gute Zeit zum Jagen, wenn es sie nicht stört, nass zu werden. Nein, gar nicht. Kann ich hier lang zum Jagen? Obwohl, die hat ja auch was gesagt mit den Wölfen. Also diese Stimme aus dem Kassettenrekorder. Oder was das war. Diktiergerät. Komm ich hier hoch? Nee. Komm ich hier hoch? Hier komme ich hoch? Ja. Ach, ich speichere mal. Speichern ist wichtig. Spiel speichern. Zack. Und fortsetzen. Okay. Hätte ich mir sparen können hier lang. Unter Wasser ist auch nichts. Nö. Tja. Lara, dass ich umsonst das hier macht. Nun dann. Wenn es so sein soll, dann ist es so. Oh, ich sehe Licht. Ich sehe... Oh, der ist verdächtig nah an der Kante. Kriege ich den so? Ja. Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Die Spannung steigt wieder tierisch. Typen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Wird aber jemand Spaß haben. Ich werde gleich Spaß haben. Ich sehe doch was Rotes. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's. Wie lange bist du... Angriff! Wir werden angegriffen! Nein, das war ein Unfall. Durchsuch das Gebiet. Achtung, Angriff! Feind entdeckt! Wie denn? Unter Beschuss! Flasche abgeschossen. Voll die Flasche abgeschossen. Ist das nicht? Hier hinter war der eben, wa? Ja, du. Ach nee, schon erledigt. Schon erledigt. Ja, das ist ja lieb. Das ist ja ganz lieb. Ist eine Truhe? Nee. Ist hier irgendwo eine Truhe? Nee. Ist hier irgendwas? Leichenflatterin. Muss ich wohl da oben rennen?
Muni, Muni, Muni. Was ist das? Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Yeah. Kannst nur ausnahmsweise mitlaufen lassen, weil auf den ersten Blick sah das interessant aus, weil ich da mit Vatikan gelesen hatte. Ne? Und da weiß man ja nie. So, was haben wir hier noch? Pumpkin ist voll. Ah, hier ist runter. Nur weiter eben. Ach, ist ein geheimer Aufgang. Hätte ich mich auch durchmogeln können im Grunde genommen. Oh, hier oben geht's weiter. Ich speichere erstmal. Wichtig, wichtig, wichtig. Speichern. Geothermales Tal. Zack, ja. Und fortsetzen. Oh, oh, ein Filmchen. Mir schwant nichts Böses. Nichts Gutes, meine ich. Männer können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Oh. Roger, alles in Ordnung. Oh. Oh, 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 oh. Aber von wem? Ah, komm, gib noch eine mit. Renn, Lara. Wo noch immer. Oh, Gebiet geräumt. Yeah. Lara. Andi ist stolz auf dich. Plündern. Ach, mal an. Aber wieso konnte ich den ja nicht plündern? Hm. Sehr seltsam. Hm, kann ich nicht. Öl. Hey, pump mir mal was. Ja, ich habe ja ausnahmsweise mal Medizin benutzt. Was haben wir hier noch alles? Die eine Leiche. Die tote Leiche. Oh, halt. Das ist nix. Kann ich hier was aufmachen? Nö. Ach, hier war ich ja eben. Hier war ich doch eben. Hier gibt's nix. Hier drin irgendwas? Hm. Nichts, was ich brauchen kann. Vielleicht kann ich ja ein bisschen Butter machen. Aber ich denke eher nicht. Ah. Hier war... Nee, ist keine Truhe. Habe ich mich jetzt verlaufen? Nee, hier war ich noch nicht, oder? Ach ja, eine Truhe. Das ist gut. Noch schwere Pistole-Teil. Gewehrfrei geschaltet.
Ein neues Revier. Revier vor allen Dingen. Gewehr. Da hinten muss ich lang. Halt, hier ist ein Köcher. Nein, ich will den Köcher haben. Komm, jetzt behalt die Flasche. Ist nicht schlimm. Ah, noch eine Truhe. Alles voll. Oh, hätte ich mich hier drin versteckt, hätte ein Schuss hier reichen, hätte halt in Luft gejagt. Und dann mache ich jetzt mal. Ich lag jetzt das ganze Teil in die Luft. Bam. Der Zerstörer. Du. Ach, hier geht's auch noch weiter. Nein, will ich nicht. Ah, da ist ein Durchgang, wie mir scheint. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion. Ja, die letzte Leck. Die letzte Lektion. Aber ich will nicht sagen. Oh, was ist hier? Kann ich darauf? Wieso leuchtet es? Lara, wieso fällst du da runter? Wieso leuchtet es? Ach so. Ach so, dann kann ich aufs Dach. Okay, verstehe. Verstehe. Nehmen wir uns was mit. Oh, fällt uns sowieso wieder aus der Hand. Nee, das heißt, wir müssen ja das Tuch kaputt machen. Nein, erstmal mal Feuer. Ich möchte hier keine Wölfe, bitte, ja? Weil es dunkel hier drin. Muss ich sprengen oder wie? Achso. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört. Ja. Also, na super. War das gar nichts hier für mich? Ach, da bin ich auch voll. Und hier geht's ja nicht weiter? Nee, da muss ich wohl raus. Seltsames ist mir widerfahren. Warum guckt sie da hin? Ach so, bin ja voll mit diesen Mineralien. Oh, diese Richtung. Ich höre schon wieder was. Aber hier geht's nicht. Drüben hin. Oh, hier ist noch was. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Tja. Nun ist aber zu spät. Oh, hier ist gleich ein Filmchen oder so. Auf jeden Fall ist ja ein Speicherpunkt. Oh. Achso, einfach nur so ein Hinweispunkt, kein Speicherpunkt. Oh, oh. Nein. Oh, doch. Ich sehe viele rote Tonnen. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es...
Irgend so eine Art Initiationszeremonie. Mist. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay. Muss ich mit den... Feindkontakt! Nein, habt ihr nicht. Ausschwärm, halte die Augen offen. Da, schieß doch! Ist getroffen! Ach je. Lauf, Lara. Lass dann nicht erzählen. Los, renn hier. Hä? Wo denn? Na kommt. Komm. Tja. Besser ist, besser ihr als ich. Begebe mich in Position. Dann hier. Geh in Position. Entdeckung. Entdeckung. Ich glaube, da brennt halt einer. Je mehr, desto besser, Leute. Renn. Komm mal hoch hier. Ich werde beschossen. Er ist tot. Geh in Deckung. Oh, Mist. Geh in Position. Scheint mir der Letzte zu sein. Könnte der Letzte gewesen sein. Und ich hab mich mal wieder genial angestellt. Och, Lara, komm, spring. Nee, da muss noch jemand sein. Irgendwo ist noch jemand. Ah, ich brauch Muni. Irgendwo ist noch einer versteckt. Ey, wo sind denn die alle, die ich erlegt habe? Kann jetzt nicht sein, oder? Ist keiner da? Oh, Leute. Was ist das hier? Eine Sprengbombe oder was? Tatsache. Ah, guck mal, hier ist noch ein... Oh, oh.
Geschafft. Stille Nacht, klettern sie auf die Kathedrale, um den Eingang zu finden. Munition, oh, die falsche Munition. Mach bitte doch nicht so schwer, Leute. Keine Muni? Hier lang vielleicht? Munition? Irgendwo ist hier so ein Funkgerät oder sowas. Ach, guck mal, hier kann ich... So, mal das Ding nehmen. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Oh. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Und wird er auf einmal menschlich? Nicht mehr so ein Arsch? So, und an dieser Stelle werden wir mal lieber speichern. Und von daher sage ich... Danke.